Hallo Leute, ein kurzes Video, ein kurzes, aber wie ich denke, mit Sprengkraft. Und wenn ihr dann auch derer Meinung seid, nachdem ihr es gesehen habt, so teilt es und verbreitet es, damit die Lügen der Wissenschaften der Grünen nicht ewig unwidersprochen bleiben. Vorausgeschickt, diese Informationen habe ich nicht selbst gefunden, es wurde mir von einem Andreas per Mail zugesandt. So, dann gehen wir in medias res, wie man so schön sagt. Es wird doch immer von den Grünen und von der gekauften Wissenschaft, muss man ja sagen, weil Wissenschaft sollte normalerweise neutral und unbestechlich sein, ist sie aber nicht, das wissen wir mittlerweile. Wird immer behauptet, dass wir eben, hier sehen wir es, 0,04, das sind 400 ppm CO2-Anteil haben, hier steht seit 2015 oder gemessen 2015. Und wie die Grünen und die gekaufte Wissenschaft immer behaupten, war im Jahr 1850 der Anteil nur 0,028%, also 280 ppm. Und darum sagen sie ja immer, weil jetzt mit der Industrialisierung der CO2-Gehalt so gestiegen ist, jetzt müssen wir Klimawandel und müssen wir bremsen und Steuern erheben auf Treibstoff und alles mögliche, Fleisch verbieten und. So, mit diesem kurzen Video liefere ich einen hieb- und stichfesten Beweis, dass sie lügen, alle zusammen. Und zwar schauen wir darüber zum Meyers Konversationslexikon, eine Enzyklopädie des allgemeinen Wissens. Von Meyers Hermann Julius, gelebt von 1826 bis 1909. Und das ist jetzt ganz wichtig, Veröffentlichungsdatum 1885 wurde das veröffentlicht. Also da gab es noch gar keine Klimapolitik, die war weit, weit weg. So, und dann lesen wir was auf Seite, ich zeige es euch, 917, was da steht. Und zwar, das ist interessant, Großbild, nämlich hier Kohlensäure. Ja, dieser Bereich, markierst du mal Kohlensäure. Oh, jetzt habe ich umgeblättert. Blättern. Ja, hier. Kohlensäure. Kohlensäurenantritt oder was das heißen soll, die Schrift ist relativ schwer. CO2, Kohlensäureanteil, CO2 findet sich zu etwa 0,04% in der Atmosphäre. Und es entströmen in großen Massen. Also 0,04% im Jahre 1885. Das ist hier hundertprozentig bewiesen und belegt, dass die hier lügen. 1850, 0,028. Hier haben wir es bewiesen. 1885, 0,04%. So, das war das kurze Video. Mit meiner Meinung nach Sprengstoff. Der ganze Klimaschwindel. Ist sowieso für Aufgeweckte offensichtlich, aber hier haben wir etwas, was empirisch bewiesen ist, dass die Leute auch mit dem CO2-Gehalt einfach nur lügen. So, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zusehen.